MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2 im neuen Jahr mit Nick. Hi. Hallo. Hallo. Und direkt zum Start gibt es wieder schlechte Nachrichten. Die Hamsterbacke macht wieder Verlust. Ich muss mir das bei dir echt mal angucken, was du da für einen Käse machst. Ah, das ist. Jetzt, weißt du, jetzt sind die voll ausgelastet. Ich hab die RB-Linie noch. Hab die RB ja noch verlängert, weißt du? Und trotzdem kriege ich irgendwie jetzt nicht genug Leute vom Platz, warum auch immer. Das macht aber nichts. Wir haben noch ein paar Mods hinzugefügt. S-Bahn 423, 422, 430. Dann die RS1-Familie. Und so. Oh, das war knapp hier. Kapazitätsmäßig. Ich habe auch festgestellt, weil ich eben kurz vor der Aufnahme noch ein bisschen geguckt habe. Ich habe hier nur einen Dreiteiler gekauft, der andere ist ein Vierteiler. Warum ich das gemacht habe, keine Ahnung, aber ich würde die gerne austauschen. Also den einen würde ich gerne austauschen. Ich habe noch ein paar Signale gesetzt, weil das ja hier dann immer noch eingleisig ist, was ich auf jeden Fall irgendwann ändern muss. Ich muss die Strecke unbedingt zweigleisig ausbauen. Ich kriege hier echt Probleme, weil Passagiere verlassen schon den Bahnhof. Ah, ich glaube, ich habe den Dreiteiligen gekauft, weil der einfach mal 8 Millionen weniger kostet. Das könnte ein Grund gewesen sein. Bei der Hamsterbacke? Aha. Ja. Wo der Vierteilige kostet nämlich arschviel. Wo ist meine Hamsterbacke überhaupt? Gut, dann kümmere ich mich da später drum, dann muss es so reichen. Was ich aber auf jeden Fall jetzt machen werde, weil ich habe es ja letzte Folge gesagt, wir werden die hässlichen Mistviecher hier austauschen. Weil diese Schienenbusse sind... Nein. Ja. NF6D läuft jetzt mittlerweile auch bei mir. Grund war... Falsche Version hatte ich. So, die Frage ist jetzt natürlich... Jetzt bin ich natürlich am Überlegen. Schmeiß ich die Hamsterbacke auf der die kleine Hamsterbacke auf der verlängerten Linie raus und setze eine S-Bahn dahin, weil die mehr Kapazität hat. Okay, das könnten wir machen. Ja, apropos S-Bahn, das kann ich ja direkt mal sagen. Die haben wir beide neu installiert. Die 422, 423 und 430. Ja. Und bei mir ist noch neu der RS1 und Hab ich auch. Die 143 und 243. Genau, habe ich auch. Und die Silberlinge. Ja, aber du hattest die ja schon, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ja, also habe ich jetzt nach der letzten Folge hinzugefügt. Okay. Ich dachte, du hättest die vorher schon gehabt. Genau. Wobei, da gab es die noch gar nicht, ne? Genau, da waren sie wieder meine drei Probleme. Die gab es da nämlich noch gar nicht. Einmal die beiden ersetzen, dann haben wir hier jetzt auch Talent 2, zwar auch nur die dreiteiligen, die werden nicht so lange halten, also kapazitätsmäßig werden die nicht so lange halten, aber geht jetzt nicht anders. So, jetzt überlege ich gerade wegen der, was kosten die denn? Eine 422, ja, nee, ist klar. Okay, warten wir jetzt schon. 20 Millionen! Ja, die ist vergleichbar mit dem Talent 2. Oh, die 423. Weil die, glaube ich, ein bisschen weniger im Unterhalt kostet, kann das sein? Ja. Oh, die 430 ist auch so teuer. Was kostet denn RS1? 7 Millionen. Selbst so viel habe ich nicht. Ja, RS1 muss ich mal noch eine Strecke für finden bei mir. Die müssen auf jeden Fall irgendwo unterkommen. Ja, aber... Das geht nicht anders. Ich muss. Ja, ich muss wieder auf Pump. Geht nicht anders. So, was ich mal noch machen könnte. Wobei, dann brauche ich natürlich auch wieder. Ach, egal, das passt schon. Oder auch nicht, das sehen wir dann. Ich werde hier mal weiter ausbauen.
Ich habe jetzt nochmal 25 Millionen auf Pump genommen. Weil ich will die lange Hamsterbacke schmeiße ich raus. Das trifft sich ja ganz gut hier. Dann kann ich hier schön am Fluss meine Bahnstrecke langlegen. Wie unangenehm. Um es mit Gerds Worten zu sagen. Ja. So, das muss kurz weg, leider. Weil hier brauche ich Platz. 423, S-Bahn Köln. So. Wow, jetzt habe ich das Fahrzeug ersetzt und dann kostet mich die S-Bahn nur noch 7 Millionen. Naja, weil der den Wert vom alten Fahrzeug in Zahlung nimmt. Genau. So, Gebäude. Mir ist durchaus klar, dass wir dann noch einen Zug brauchen für die Linie und auch noch mehr zweigleisig ausbauen müssen, weil ich glaube, das habe ich noch nicht überall. Genau. Aber bis dahin haben wir das Geld vielleicht auch zusammen, bis wir hier fertig sind. Direkt mal zwei Gleise, Hochgeschwindigkeit. Mit allem anderen geb ich mich nicht zufrieden. Ja, wo habe ich jetzt mein Fahrzeug? So. Ah, und wir müssen nachher, oder ich muss nachher nochmal gucken, wie das hier hinten läuft mit der anderen Güterlinie. Ach toll, jetzt hat er den 423 aber nicht ersetzt, der hat den nicht gekauft. Wir mussten einmal hinzufügen und einmal kaufen. Ja, mal machen so. Ja, dann mache ich einfach komplett zweigleisig jetzt, ist auch egal. Dann brauche ich jetzt schon nicht überlegen, welches Gleis ich anbinde. Na, nee. Wobei doch, eigentlich kann ich schon mal rüber. Jetzt habe ich ihn auf Linie. Aber jetzt kann er gerade nicht rausfahren, weil ich jetzt warten muss, bis der eine zurück ist. Neue Fahrzeuge verfügbar. 185 Captrain. Ah ja, das ist ja schön. Okay, das ist natürlich jetzt... Es gibt eine sehr lange Brücke über den Fluss. Kenn ich. Vor allem kann ich die nirgendwo bauen, warum nicht? Hier zu niedrig oder was? Sieht so aus. Ah, blöd. Jetzt komm zurück, damit meine Kiste aus dem Depot fahren kann. Mario hat währenddessen ganz andere Probleme. Hä, was denn für eine Kollision? So geht. Willst du mich verarschen? Warte auf freie Wege, ja. Ja, gut. Toll, wo ist jetzt meine S-Bahn? Ah, die fährt. Kann ich? Oh, die klingt aber. Ein Stückchen geht noch. Die klingt aber kacke. Oh Gott, Innenansicht! Ja. Gott, wie die klingt. Ja, sie klingen, also gerade wenn die schneller wird, klingt die ein bisschen komisch, ja. Ja. Die pfeift auch so ganz interessant. Ja, aber sie hat halt 116 Leute mitgenommen, ne? Ja. Aber bei 140 ist auch Schluss. Also bei 140 km/h. Ja. Die S-Bahn Köln. Ja gut, ich habe jetzt auch nur einen Wagen und keine Doppeltraktion. Ich denke erstmal, ein Wagen reicht auch. Ja, für die nächsten 10 Minuten. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall die Strecken zweigleisig ausbauen. Also das hier mit dem Bauernhof ist irgendwie blöd. Der liegt mitten im Weg. Beziehungsweise mein eigenes Zugdepot steht mir mitten im Weg gerade.
als Premium. Gut geplant von vornherein. Ja, wie immer. So. Dann reißen wir das mal ab. So, machen wir hier mal schön zweigleisigen Ausbau. Das Blöde ist, dass du die Gleise immer daneben legen musst, ne? Wo daneben? Ja, das neue Gleis neben das alte. Ich kann jetzt nicht sagen, mach aus dem eingleisigen Teil direkt einen zweigleisigen. Das geht ja nicht. Achso, du meinst, dass man quasi nochmal dran lang gehen muss an der Strecke? Ja. Ah, ja, gut, okay. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. So, was hier? Achso, okay, der andere wird einfach nur nicht angezeigt. Das hier dürfte doch eigentlich wesentlich besser sein, so. So haben auch alle Leute Platz. Aber ich glaube, die muss ich auch mal irgendwann ausbauen. Nach Bietigheim oder so. Ja doch, ich denke, das bietet sich an. Oh, und ich glaube... Wobei, das wäre auch nur so Kaff-Express, aber das wäre eigentlich wieder so eine Strecke, die wäre prädestiniert für den Start Lakis. Das hatte ich mal auf einer Karte in Transport Fever 1. Da war hier auch so eine lange Strecke und der Start Lakis in irgendeiner Ausführung kann 200. Da habe ich dafür den Start Lakis genommen. Mhm. Hm, also muss ich mal überlegen. Der Nick erzählt jetzt immer brav ein bisschen und ich versuche hier... Ja, genau. Aber ich verlängere auf jeden Fall mal die Linie. Jetzt muss ich nur gucken. Da. Und wo ist denn der Zug gerade? Nicht, dass ich da jetzt... Ah ne, alles gut. Dahin. Dann wieder dahin. Ah, Moment. Pause. Sonst kommen die sich gleich ins Gehege. Wobei, hier wird zweigleisig. Ne, das dürfte sogar passen. Dann dürften die sich hier in Weinstadt treffen. Und dann bleiben auch die Abstände ungefähr gleich, weil die hier natürlich dann aufeinander warten müssen. So, jetzt habe ich hier ein Problem. Das lasse ich einfach so. Wunderbar. Dann kriegen die da hinten aber noch einen Bus. Na, komm. Ich brauche irgendwann mal eine neue Maus, die sich spackt beim Scrollen irgendwie. Ah Mann, weißt du, jetzt stört mich das... Hier das Bahnhofshäuschen ist. Kann ich das Bahnhofshäuschen nicht? Du kannst das Bahnhofshäuschen auch abreißen. Da wird allerdings kurz die Verbindung gekappt. Zwischen Straße und Dings. Ja, das habe ich jetzt erstmal gemacht mit dem Bahnhofshäuschen. So. Das kann man so machen. Jetzt muss ich natürlich ein neues Bahnhofshäuschen setzen. Das Blöde ist, ich kann jetzt an dem Bahnhof hier kein Bahnhofshäuschen setzen. Macht das was? Ich glaube schon, aber die Frage ist, warum kannst du kein Bahnhofshäuschen setzen? Weil ich bei diesem scheiß Doppelbahnsteig nur ein Bahnhofshäuschen davor oder dahinter setzen kann. Aber nicht an die Seite. Ich weiß nicht, was du meinst, also von daher... Beim Konfigurieren des Bahnhofs. Ja?
Der hatte das Bahnhofshäuschen, weil das ist ja ein Doppelbahnsteig. Hatte der. So, jetzt hat der. Aber der hatte das Bahnhofshäuschen, hatte der links. Ja. Und ich habe das Bahnhofshäuschen links, das an der Straße stand, abgerissen, damit ich den Doppelbahn, damit ich den linken Bahnsteig komplett durchziehen kann. Aha. Aber bei diesem Doppelbahnsteig kann ich jetzt kein Bahnhofshäuschen irgendwie noch setzen. Außer, warte mal, wenn ich die Straße hier verkürze. Vielleicht ja. Ja, jetzt, oder? Geht das? So, wann haben wir hier denn mal einen Zug? Nein, er lässt mich da kein Hausel setzen. Da kommt einer. Weil das ist ein Punkt, der mich echt ärgert. So, habe ich hier eigentlich mal neue Busse? Ne, neue LKW habe ich. Glückwunsch. Nur diesen komischen Volvo da. Aber wir kriegen bald den E-Citaro, dann werde ich den ersetzen. Dahin. So, wie sieht's denn hier aus? Sieht doch scheiße. Ja. Ja, jetzt wollte ich hier schauen. Ui. Da wartet aber eine ganze Menge Zeug. Die haben ja auch kaum Bedarf gedeckt. Die haben hier irgendwie 20 von 79 und da drüben 7 von 50. Ich glaube, ich muss hier mal noch ein bisschen ausbauen. Also mehr LKW schicken. Was habe ich denn da jetzt für Kisten drauf sitzen momentan? Sind das alles schon die neuen? Sieht so aus. Ja, dann reicht austauschen nicht. Warte mal, wie viel nehme ich denn da? So. Jetzt warten die beide auf freie Wege. Warum kann ich den denn jetzt nicht? So. Das ist doch komplett elektrifiziert. Warum kann ich den denn da jetzt nicht rüberschicken? Wenn der auf freie Wege wartet, dann ist der Abschnitt noch nicht frei. Dann muss er entweder kurz warten oder Signal setzen. Ja, das ist mir schon klar. Das Problem ist nur, da passt irgendwas gerade gewaltig gar nicht. Wer steht da rum? Warum? Der fährt doch. Achso. Wo steht denn der andere? Das ist. Ach, er. Er wartet hier auf den freien Weg. Und er wartet da auf den freien Weg. Oh. Ja. Okay, du stehst da und kommst jetzt nicht weiter. Und du stehst hier und kommst nicht weiter. Genau. Das ist nämlich jetzt ein Problem, was ich lösen muss. Und das löse ich jetzt, indem ich hier das zweite Gleis weiterziehe. Oh,
Huch, was ist denn das für eine Ansicht? Hilfe. Kann ich die irgendwie näher rangehen, kann ich? Oh, hallo. ich kann... Okay, die Sichten im Challenge 2 sind ein bisschen komisch zum Mitfahren. Ja, sind sie. Es dreht sich irgendwie ganz seltsam. Ich komme aber auch nicht nach oben, ne? Nee. Boah, krass. Action-Cam. Warum kollidiert das jetzt? Wobei, das könnte ein nettes Bild werden. Ach so. Nee, da unten ist... Nee, da nicht. Hoppala. Wieder aufpassen hier, nicht, dass ich mich in OBS wieder mute. So, raus da. Ah, jetzt kann ich mal gucken, wie das hier passt mit dem Treffen. Okay, der braucht was länger. Wobei, das muss ich wahrscheinlich jetzt noch einpendeln, weil der noch nicht da hinten hingefahren ist, nehme ich mal an. Naja, mal gucken. Mit euch beiden ist alles gut. Ja, ich glaube tatsächlich, ich werde mal noch die Strecke nach da hinten ausbauen. Weil das ist das Einzige, was jetzt gerade noch Sinn macht. Wobei, höchstens hierhin. Wir sind übrigens schon wieder bei 22 Minuten. Ja. Warum macht er mir hier eine Kollision? Warum geht das nicht? Was soll der Kack? Ich will doch hier nur ein zweites Gleis, verdammte Scheiße! Hat er hier aber einen Prellbock. Nein, das... Warum kann ich denn das Gleis hier nicht weiterziehen? Das ist nicht logisch. Aber lustig. Ja, aber nicht logisch. So, das wird aber blöd, zu dem Bahnhof hier hinzukommen, stelle ich gerade fest. Na, das geht. Aber ich kriege keine Verbindung hin. Nee, da muss ich mir mal noch was ausdenken. Oh Gott, jetzt habe ich mir den ganzen Tunnel vermurkst hier, ne? Jo, jetzt habe ich mir hier einen Tunnel vermurkst. Okay, Ja.
So ein Rotze. Fuck. Okay, das wird interessant hier. Ja. Jetzt. Schon da runterzukommen, da brauche ich doch eine Brücke für. Jetzt geht natürlich gar nichts mehr. Okay, wir machen weiter in der nächsten Folge. Ich versuche das hier irgendwie mal offscreen zu reparieren, würde ich sagen. Ja. Alles klar. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.